vielen Dank. Die Fußball-Europameisterschaft steht an. Und vielen Menschen ist ja gar nicht bewusst, dass die Fußball-Fangesänge ursprünglich von klassischen Komponisten geschrieben wurden. Das stimmt. Zum Beispiel, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist von Beethoven. Beethoven kennen Sie alle noch, oder? Den spanischen Komponisten. Ja, kurz noch ein offenbarender Kommentar von mir zum Thema Fußball. Ich interessiere mich nicht für Fußball, ich habe Abitur. Ja, ich verstehe auch einfach immer diese Jenseitsregel nicht. Das ist mir irgendwie ganz schleierhaft. Es sind doch ganz eigenartige Menschen, die diesen Sport praktizieren. Wenn sich mal anhören, wie sich Fußballspieler in der Öffentlichkeit artikulieren, da kann es einem ganz anders werden. Ich weiß nicht, kennen Sie dieses berühmte Zitat von Andreas Möller? Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Wurde dann unschlagbar einmalig übertroffen von Lukas Podolskis Äußerung, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ja. Aber Fußball ist ohne Würfel. Ja. Darum gefällt es dir auch so gut, ne? Mittlerweile hat dieses Fieber, sich eigenartig auszudrücken, ja schon die Kommentatoren erfasst. Ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Bei der letzten WM hat mittendrin ein Kommentator gesagt, Philipp Lahm, er war der jüngste deutsche Spieler, der die Binde trug. Ja. Was wollte er damit sagen, fragte ich mich. Vielleicht ging es ihm schlecht. Ja, wahrscheinlich einmal im Monat. Da fällt mir ein, kann man mit Tampon schreiben? Was? In der Regel schon. Ach, Dominik. Dominik, das ist niveaulos und frauenfeindlich. Das ist auch eine Fußballnummer. Dominik, komm bitte. Es gibt allerdings auch einen positiven Aspekt, den ich am Fußball hier heute nicht unerwähnt lassen möchte. Und der hängt nämlich mit der deutschen Gesangskultur zusammen. Und ich weiß gar nicht, ob Sie das hier mitbekommen, aber die deutsche Gesangskultur liegt brach. Ja, vor allen Dingen im internationalen Vergleich. Fast nirgendwo gibt es so wenige Chöre und so wenige Mitglieder in Chören wie in Deutschland. Das hat natürlich historische Gründe. Wir hatten da diese eine Persönlichkeit, die im letzten Jahrhundert deutsches Liedgut für Propagandazwecke missbraucht hat. Wieso, wer? Dominik, überleg doch mal. Ich überlege. Ja. Der mit dem Bart. Und der Binde. Ging es dem auch schlecht? Nein. Armbinde. Wolfgang Petri? Nein. Ich glaube, wir kommen da jetzt nicht drauf. Also, es hat sich also ein Großteil der Bevölkerung vom Liedgut abgewandt. Ich hab's. Peter Maffay. Dominik. Es war natürlich Adolf Hitler. Stimmt, der hat doch Hölle, Hölle, Hölle geschrieben. Dominik, jetzt reicht es wirklich. Und der war auch mal Chef bei der FIFA, ne? Dominik, es reicht. Also, es hat sich also ein Großteil der Bevölkerung... Da fällt mir ein, wäre voll lustig gewesen, wenn Hitler Kräuter mit Nachnamen gehießen hätte, ne? Ja, wieso? Hätten alle Heil Kräuter gerufen. Ja, es gibt aber einen positiven Aspekt in Bezug auf die Gesangskultur. Was ist gelb-rot gestreift und fliegt in der Luft? Weiß ich nicht. Die Binde Maya. Ach komm, es reicht jetzt. Verstehst du, wegen Biene, Binde? Ja, haben wir verstanden. Das Thema ist jetzt durch, bitte. Ich fand. Ja? Also, Schluss. Es hat sich auch einen positiven Aspekt in Bezug auf die Gesangskultur ergeben, und zwar im deutschen Fußballstadion. Da wird gesungen nach Leibeskräften. Was den Menschen dort allerdings nicht bewusst ist, ist, dass sie sich in ein kulturelles Erbe begeben. Denn Dominik hat das eben schon korrekt ausgeführt. Die meisten der Fußballmelodien stammen ursprünglich von klassischen Komponisten. Es gibt aber ebenfalls noch einen romantischen Komponisten, den wir jetzt mitgebracht haben. Das ist nämlich Franz Schubert. Stimmt, der hat das eine Fußballlied geschrieben, ne? Welches? Am Brunnen vor dem Tore. Am Brunnen vor dem Tore, da steht der Olli Kahn. Dominik, das ist ein Stadttor und da steht ein Lindenbaum. Wäre voll lustig, wenn da ein Lindenbaum steht. Das
Verstehst du? Wegen Linde, Binde? Ja, haben wir verstanden. Danke, es reicht jetzt wirklich. Schon lustig. Also, es ist in der Tat auch ein Lied aus der Winterreise, was wir Ihnen jetzt mitgebracht haben. Es ist allerdings nicht der Lindenbaum, sondern es ist das letzte Lied der Winterreise, das tragische Finale, und zwar der Leiermann. Dominik. Dominik, stopp. Was denn? Der Leiermann. Ich habe Eiermann verstanden. Ja. Ich dachte, der Eiermann ist in der Winterreise. Ach, Dominik, bitte, der Eiermann ist doch nicht in der Winterreise. Wo ist er denn dann? Ja, der ist natürlich aus dem Schwanengesang, verstehst du? Ist doch logisch, ist ein ganz anderer Zyklus. Wie anderer Zyklus? Ich dachte, das Bindenthema wäre durch. Ja. Dominik, es ist ein anderer Liederzyklus. Boah, weißt du, was der Eiermann für einen Zyklus hat? Dominik, spiel jetzt bitte den Leiermann, Winterreise, letztes Lied, Nummer 24, G-Moll. Ich habe den Leiermann nicht vorbereitet. Wieso das denn? Du hast am Telefon gesagt, ich soll den Eiermann vorbereiten. Nein, ich habe Leiermann. Okay, dann lassen wir das jetzt dabei. Dann bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß mit der EM zu wünschen. Hat die Schweiz eigentlich auch eine Nationalmannschaft? Ja, ich glaube schon. Da spielen die auch mit? Nee, die gehören ja nicht zu Europa. Ah ja. Ja, und wir haben heute noch eine ganz kleine Überraschung mitgebracht, weil es ist ja das vierte Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir in dieser schönen Sendung hier zu Gast sind. Auf jeden Fall. Und da haben wir gedacht, da bringen wir euch beiden eine kleine Überraschung mit. Ich habe mir sagen lassen, dass du, Viktor, ganz gerne Schokolade magst, ja? Und Dominik hat auch ein kleines Geschenk für Mike mitgebracht. Danke. Das ist Ostu.